Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Der Lockdown Light, der wäre ja nur dazu da, damit alles wieder in Ordnung kommt und ganz schnell alles wieder werden könnte wie früher. Und deswegen müssen wir uns alle zusammenreißen und das mal eben kurz aushalten. Das ist ja das offizielle Statement der Regierung mal so kurz zusammengefasst. Wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, was eine Angela Merkel nun kommuniziert und wo auch Leute wie Söder wieder zustimmen, dann muss man aber ganz klar festhalten, das ist totaler Quatsch. Es wird alles noch viel härter und viel schlimmer. Mehr dazu in diesem wichtigen Video. Wer sich anschaut, was eine Angela Merkel gerade öffentlich von sich gibt, der kommt aus dem Kopfschütteln eigentlich nicht mehr heraus. Denn mit dem gesunden Menschenverstand ist das nicht mehr vereinbar. Es hieß ja immer, dieser Lockdown-Light, den wir jetzt haben, der würde helfen, dass wir aus der Krise schneller rauskommen. Und deswegen wurde ja mal wieder zum Verzicht aufgefordert, es wurde wieder an die Menschen appelliert, sich weiter zusammenzureißen. Tja, und nun kommt es, wie es kommen musste. Es bringt offensichtlich nichts. Es muss alles noch viel härter werden. Deswegen wird sich Merkel ja auch wieder mit dem Ministerpräsidenten zusammentreffen am Montag und da wird es eben darum gehen, einer Konferenz, wie man die Maßnahmen noch weiter verschärfen kann. Das lässt sich jetzt schon sagen, denn Merkel hat ja selbst geäußert, über Lockerungen bräuchte man gar nicht mehr sprechen, eher müsste man nochmal nachlegen. Das ist ihre Aussage und das ist schon sehr bedenklich, weil wir haben ja jetzt schon durch diesen Lockdown-Light eine Situation, wo sehr viele Menschen wirklich an den Rande der Existenznot getrieben werden. Und was bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz zu tun kommt, wieder auf der Agenda stehen soll, das ist wirklich echt übel. Ich habe mir das hier mal im Fokus angeschaut. Ich lese euch mal kurz die Stelle vor, die ich meine. Da heißt es: Der dritte große Streitpunkt am Montag dürfte ein Thema sein, das eher technisch klingt, in der Praxis aber von hoher Relevanz ist. Der sogenannte Inzidenzwert. Die Bundesregierung will das mächtige Infektionsschutzgesetz um eine Art Corona-Sonderparagraphen ergänzen, der genau festlegt, ab welchem Punkt gewisse Maßnahmen greifen sollen, etwa Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht oder auch Schließungen von Geschäften. So, und das ist wirklich sehr gefährlich, denn ab einer gewissen Zahl von positiv getesteten Menschen sollen dann diese Einschränkungen automatisch greifen. Jetzt mal kurz ein paar Praxisbeispiele, um das Ganze zu verstehen. Heißt also, wenn sich jetzt alle Gastronomiebetriebe total vorbildlich verhalten und ein Hygienekonzept haben und da es wirklich kaum Ansteckungen gibt, aber zum Beispiel in einem Asylantenheim oder in einem Pflegeheim, in einer Pflegeeinrichtung, dann da ein Fall von Corona ausbricht, das verbreitet sich schnell und dann gibt es eben sehr viele Infizierte gleichzeitig, dann haben wir das Problem, dass dieser Höchstwert überschritten wird. Und dann auch alle Gastronomiebetreiber gleich mitbestraft werden. Wer hat sich denn das bitte ausgedacht? Und bei Angela Merkel, da muss man wirklich zwischen den Zeilen lesen. Das ist sehr wichtig, um zu verstehen, welche Tragweite ihre Politik eigentlich hat. Weil das Ganze wird hier so stückchenweise den Menschen präsentiert, dass die Aufregung, die Wut darüber nicht ganz so groß ist. Weil jetzt hat sie zum Beispiel wieder gesagt, sie könne keine Garantie geben, dass es im Dezember für die Gastronomie wieder Erlaubnis geben wird, aufzusperren. Und das heißt ja im Endeffekt nichts anderes als dieser Lockdown-Light, den hat die Gastronomie jetzt schon schlucken müssen. Und jetzt legt man direkt schon mal verbal nach und bereitet die Menschen praktisch darauf vor, dass auch im Dezember wahrscheinlich gar nichts gehen wird. Und da sieht man diese Verschärfungen, die kommen wirklich immer nacheinander so richtig gestückelt und man kann sich immer wieder neu aufregen und man kann sich vor allem fragen, wo endet das Ganze? Denn was Merkel da von sich gibt, das ist wirklich schockierend. Das sind wirklich Aussagen, die sehr viele Menschen mit dem Kopf schütteln lassen, wenn sie darüber nachdenken, was es für ihre persönliche Lebenssituation bedeutet. Und bei Jens Spahn ist das ja auch nicht anders. Der hat jetzt mehr oder weniger indirekt gesagt, dass Weihnachten eigentlich ausfällt, beziehungsweise feiern, das könne man dieses Jahr vergessen, Weihnachtsfeiern sowieso und überhaupt so viele Angehörige, die können dann auch nicht kommen, vielleicht 10 Personen, vielleicht 15, vielleicht aber auch noch weniger, wer weiß, was da noch kommen wird, darüber reden wir jetzt schon und es ist eigentlich ganz klar, was das bedeutet, nämlich die Freiheit der Menschen, das war einmal. Die Bundesregierung und auch führende Politiker verkaufen uns das ja immer so, diese ganzen Maßnahmen, die wären wirklich nur zu unserem Schutz da, die wären zu unserem Besten und deswegen müsse man sich jetzt auch mal einschränken, damit man möglichst viele Menschen retten kann. Und es klingt natürlich erstmal toll, wenn das dann stimmen würde, aber mit den Fakten hat das nicht viel zu tun. Ich möchte mal hier wieder aus einem Artikel vorlesen, diesmal auch wieder aus dem Fokus, da heißt es nämlich zu den Folgen des Lockdowns: Doch das Coronavirus tötet nicht nur durch eine Ansteckung, es kann auch indirekte Todesursache sein. Wenn Menschen aus Angst vor einer Ansteckung nicht zum Arzt gehen, obwohl sie schwer krank sind, wenn Operationen verschoben werden, weil Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten alle Hände voll zu tun haben, wenn der Lockdown einsam und depressiv macht und schließlich lebensmüde oder wenn die Zwangsschließung des eigenen Unternehmens den finanziellen Ruin bedeutet und der Folge kein Geld bleibt für teure Medikamente, etwa im Rahmen einer Krebstherapie. Und
Und da ging es ja wirklich um eine Untersuchung, die genau das jetzt belegt, dass die Folgen des Lockdowns eben auch Menschenleben kosten und dass man sagen muss, die Politik der Bundesregierung ist sehr heuchlerig. Was heißt ja immer, die würden Leben retten, aber im Endeffekt ignorieren sie genau diese Leben, die hier eben verloren gehen. Und eine Sache kann eigentlich jeder mündige Bürger wirklich feststellen, von alleine kommen wir da nicht mehr raus. Beziehungsweise die Politik, die wird uns nicht mehr einfach so entgegenkommen, die hat ihre Linie und das bleibt jetzt auch so. Wie zum Beispiel auch RKI-Chef Wieler sagte, man soll doch einfach mal die Pobacken für ein paar Monate zusammenkneifen. Ja Leute, besser wird's echt nicht. Das sind so die Ratschläge, die da kommen. Und was ich immer so interessant finde und auch ein bisschen wirklich befremdlich, um es mal nett auszudrücken, ist, dass es hier wirklich immer so hingestellt wird, die Menschen, die irgendwie die Corona-Maßnahmen kritisieren würden, die wären sich einfach zu fein, sich an einfache Schutzmaßnahmen zu halten, beziehungsweise die wollen sich einfach nicht einschränken. Aber Leute, es geht doch hier nicht um irgendwelche Bequemlichkeiten, dass man mal keine Party feiern kann oder so. Hier hängen ja wirklich ganze Existenzen an dieser Politik, die wirklich verloren gehen, die zerstört werden. Hier geht es wirklich um immensen wirtschaftlichen Schaden. Hier geht es um Menschen, die keinen Job mehr haben, um Menschen, die praktisch Berufsverbote bekommen. Das kann man nicht anders nennen, wenn der Staat sagt, du sperrst jetzt deinen Betrieb zu, dein Fitnessstudio, dein Kino, deine Bar. Das ist de facto ein Berufsverbot. Hier werden wirklich massive Grundrechtseinschränkungen vorgebracht und man kann dagegen nichts sagen. Und wenn man dagegen irgendwas sagt, dann wird man diffamiert und dann wird man praktisch noch als unsolidarisch hingestellt. Und das ist eine psychologische Manipulation, die leider bei vielen zieht. Und die wirklichen Opfer dieser Krise, nämlich ganz viele Menschen, die jetzt in Existenzkrisen kommen, die sieht und die hört keiner. Und ihr kennt mich und meinen Journalismus und ihr wisst, dass ich auch immer Belege anführe. Deswegen werden wir jetzt einfach mal unseren sehr, sehr guten Freund Markus Söder zitieren, der gesagt hat, es entwickelt sich ein wachsendes Konglomerat von Rechtsextremen, Reichsbürgern, Antisemiten und absurden Verschwörungstheoretikern, die der Politik sogar Satanismus vorwerfen. Und er forderte übrigens, dass man Querdenken vom Verfassungsschutz beobachten solle. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Erst einmal haben wir in Deutschland Gewaltenteilung. Das heißt also, die Behörden entscheiden selber, wen sie beobachten und wen nicht. Seit wann kann ein Parteipolitiker das quasi befehlen oder eben anordnen? Das finde ich schon mal sehr komisch in einem Rechtsstaat. Das zweite ist natürlich, ich selbst distanziere mich immer ganz klar von jeder Art von Extremismus. Aber was hier gemacht wird, man versucht wirklich alle möglichen Kritiker der Corona-Maßnahmen zu diffamieren mit verschiedensten Begriffen und ihr könnt mir nicht erzählen, dass da wirklich Zehntausende Verrückte oder Extremisten auf die Straße gehen. Solche Menschen gibt es natürlich, die mischen sich unter jede Gruppe, aber man kann ja nicht verallgemeinern. Das wäre genauso, wie wenn ich damals gesagt hätte, bei Fridays for Future wären nur ausschließlich Linksextremisten. Ich habe ja auch ganz klar darauf hingewiesen, dass die Bewegung linksextrem beeinflusst ist, dass da Akteure wie Ende Gelände dabei sind, die eben dem Verfassungsschutz bekannt sind, aber nichtsdestotrotz kann man nicht ein Anliegen komplett diskreditieren wegen ein paar Leuten, die sich darunter mischen. Und deshalb ist es an dieser Stelle auch wirklich verdammt wichtig, das Ganze klar auszusprechen, auch wenn es in diesem Land von vielen Stellen nicht mehr erwünscht ist. Nicht die Menschen, die für Grundrechte und für Freiheit eintreten, sind Verfassungsfeinde. Das sollte eigentlich jedem Demokraten klar sein. Verfassungsfeinde sind Menschen, die eben das Grundgesetz abschaffen wollen. Und ich finde, wenn man Berufsverbote ausspricht, wenn man gewisse Meinungen zensieren möchte, wenn man keine Pressefreiheit mehr möchte, wenn man sagt, okay, die berichten ja irgendwie Pro-Corona-Kritiker, die wollen wir nicht mehr unterstützen, diese Medien soll man abschalten, die soll man zensieren, dann ist man wirklich Verfassungsfeind. Und ich finde, da sollten gerade auch Behörden wie der Verfassungsschutz sich einmal überlegen, wem man hier eigentlich in diesem Land wirklich beobachten muss, beziehungsweise wer sich klar zum Grundgesetz und zu Freiheit bekennt oder wer die Menschen totalitär einschränken möchte. Und ich glaube, da werden einige Politiker sehr überrascht, wie das denn wirklich wäre, wenn dieses Recht mal korrekt ausgelegt werden würde. Das ist sehr wichtig hier anzumerken und wir sehen ja auch wirklich, das Ganze artet langsam aus. Wenn ihr das auch so seht, teilt unbedingt dieses Video und zeigt vor allem den Menschen, wir sind nicht wenige, wir werden eher immer mehr und vor allem sind wir Demokraten, wir sind Menschenfreunde, wir sind Leute, die wirklich was Positives verändern wollen und ich sag's nur mal ehrlich, wenn die Politik mal die Hälfte der Energie, die sie da reinsteckt, uns zu diffamieren, da reinstecken würde, Lösungen zu finden, dann würde dieses Land wirklich vorankommen. Gegen Ende dieses Videos möchte ich nochmal zwei persönliche Dinge loswerden. Das erste ist, ich bin wirklich schockiert. Ich muss ehrlich sagen, es ist fast schon so, dass man das gar nicht richtig begreifen kann, was gerade in diesem Land passiert, wie schnell gerade alle möglichen Menschen, Kanäle, Plattformen zensiert werden. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ich muss auch ehrlich sagen, egal ob das im Einzelfall berechtigt ist oder nicht, das möchte ich gar nicht hier beurteilen. Aber ich kann da für mich persönlich nur sagen, ich finde das schon sehr komisch in einem Land, wo ja offiziell im Grundgesetz steht, eine Zensur findet nicht statt. Naja, soweit sind wir leider schon gekommen. Das
deswegen muss ich euch mal wieder bitten, folgt mir auf meinen anderen Kanälen in den sozialen Medien, da wo wahrscheinlich keine Zensur stattfinden kann, ist noch nie passiert, bei Telegram, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, deswegen verlinke ich es ganz oben in der Videobeschreibung und natürlich auch auf Facebook, Instagram und auf den anderen Plattformen auch, zum Beispiel auch Twitter, das verlinke ich euch alles. Sinn dahinter ist, wenn wir uns möglichst breit aufstellen auf sehr vielen Netzwerken, dann ist es sehr schwer, das alles kaputt zu machen und diese Vernetzung zu verhindern. Selbst wenn da mal eins wegfällt, dann gehe ich dagegen juristisch vor und kann dann auf den anderen für dieses juristische Vorgehen praktisch kämpfen. Und ich sag mal, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, die ich so für mich gefunden habe. Deswegen meine Bitte, Leute, macht da mit, lasst uns zusammenhalten. Das Zweite, was ich noch loswerden möchte, das wisst ihr im Grunde schon, aber die Intensität, wie das gerade stattfindet, das ist wirklich sehr beachtlich. Es vergeht praktisch kein Tag mehr, an dem nicht versucht wird, meinen Journalismus zu unterbinden, beziehungsweise an dem nicht versucht wird, mich mundtot zu bekommen. Praktisch täglich kommen irgendwelche Gewaltdrohungen, irgendwelche kalkulierten Shitstorms auf meine Seiten. Da wird wirklich gezielt psychischer Druck ausgeübt und zudem gibt es natürlich auch die finanziellen Repressionen, dass auf YouTube faktisch kein Video mehr monetarisiert wird, dass man praktisch keine Werbung mehr schalten kann und wenn die geschaltet wird, erst nach mehreren Tagen, wenn schon alle Menschen draufgeklickt haben, also nur, dass ihr wisst, wie die Sachlage ist. Man kann wirklich sagen, es wird alles versucht, um uns mundtot zu kriegen, aber ich sage nach wie vor, ich werde hier so lange sein, wie ich das kann, wie ich meine Grundrechte wirklich ausüben kann. Ich werde für diese Grundrechte kämpfen, aus Überzeugung, so wie ihr alle das draußen auch macht und deswegen wirklich ein großes Dankeschön an alle Menschen, die hinter mir stehen und die auch meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützen. Die Möglichkeiten, wie ihr es tun könnt, die blende ich euch im Video ein. Sieht nochmal obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt und ich sage nochmal von Herzen, Leute, ohne euch wäre das alles nicht möglich, dieser Journalismus nicht, dieser Kanal nicht, meine Tätigkeit trotz so viel Widerstand nicht und deswegen danke an euch alle. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, ihr seht ja selbst, wie schnell der gerade wächst und ich hoffe sehr, wenn alle abonnieren, die jetzt noch nicht abonniert haben, dann haben wir es bald wirklich geschafft, dass unsere Stimme in Deutschland gehört wird und das ist doch das, was zählt. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.